Strobel Agrar aus München. Willkommen zum vierten Teil dieser Kurzfilmreihe. Hier in unserem YouTube-Kanal haben wir das Lohnunternehmen im letzten Jahr bei Baustelleneinsätzen sowie Aufträgen im Agrar- und Kommunalbereich näher vorgestellt. Im dritten Teil haben wir euch zuletzt die Arbeiten bei der herbstlichen Maisernte sowie die seltene Maisballenpresse gezeigt. Nachdem die Maisernte für das Team als ein extrem stressiger Saisonabschnitt abgeschlossen ist, kehrt etwas Ruhe ein bei Strobel Agrar. Am Betriebsstandort am westlichen Stadtrand von München bleibt nun etwas Zeit für jene Reparatur- und Wartungsarbeiten, die in den letzten Wochen aufgeschoben werden konnten. Zudem werden einige Fahrzeuge vom Agrareinsatz auf Winterdienst umgerüstet. Schneepflüge, Räumschilder und Salzstreuer werden angebaut. Um den Lack vor dem aggressiven Salz zu schützen, werden die Fahrzeuge mit Wachs eingesprüht. Während die Winterdienstfahrzeuge fit gemacht werden, kümmert sich Geschäftsführer und Unternehmensgründer Dominik Strobel um die Auftragsplanung der Räum- und Streuarbeiten. Diese ist mindestens genauso anspruchsvoll wie im Agrarbereich. Schließlich zählt, sobald es schneit, jede Minute, um Zuwegungen, Straßen und Gewerbeflächen befahr- und begehbar zu halten. Zusammen mit den Kunden werden Prioritätsflächen festgelegt. Dominik Strobel besucht zudem alle Objekte seiner Kunden vor Beginn des Winters, um zusammen mit den zuständigen Fahrern eine Räumstrategie und die geeigneten Fahrzeuge festzulegen. Auch Hindernisse werden notiert, denn Winterdienst findet häufig bei Dunkelheit statt. Es ist soweit. Morgens früh um 2 Uhr klingelt unser Telefon. Alle 7 Räumfahrzeuge von Strobel Agrar sind bereits unterwegs. Es ist der erste richtige Schneefall in diesem Jahr in München. Unsere erste Station ist der JCB Fasttrack, der zusammen mit dem Fendt 724 Vario die Flächen eines Logistikunternehmens vom Schnee befreit. Ein anspruchsvoller Kunde, denn 24 Stunden am Tag fahren auf diesem Gelände Lastwagen ein und aus. Bei anderen Kunden hat das Team Strobel noch bis 7 Uhr morgens Zeit, um Parkplätze und Zuwegungen zu räumen, bevor die Angestellten eintreffen. Schlechtwetterereignisse wie in dieser Nacht werden in der Regel bereits einige Stunden zuvor bekannt gegeben. Der Wetterbericht ist damit ein wichtiges Hilfsmittel, um bevorstehende Arbeiten zu planen. Dominik Strobel entscheidet in vielen Fällen selber, wann er seine Räumfahrzeuge zu den Kunden losschickt und sitzt auch oft selbst auf einem der Traktoren. Der Winterdienst ist für Strobel Agrar eine gute Möglichkeit, seine 10 festangestellten Mitarbeiter ganzjährig zu beschäftigen. Die Bereitschaftszeiten sorgen allerdings auch dafür, dass Überstunden beispielsweise aus der Maisernte nur schleppend abgebaut werden können. Mitarbeiter Andi ist mit dem Unimog U1600 im Münchner Stadtgebiet unterwegs. Das gesamte Fahrzeug zusammen mit dem Aufbaustreuer und Schneeschild wurde gebraucht für die Winterarbeit gekauft. In den Aufbaustreuer passt knapp 3-mal mehr Salz als in die Streuer der Traktore. Vor allem Parkplätze werden mit dem Unimog geräumt. Dort, wo es richtig eng zur Sache geht, muss Wolfi mit seinem 75 PS Multicar ran. Mit einem Wendekreis von nur 3,50 Metern und dem Schneepflug, der sich hydraulisch verschmälern lässt, macht das Multicar mit die meisten Winterdienststunden in der Saison. Strobel kalkuliert für seine Fahrzeuge mit durchschnittlich 30 Einsatztagen in der Zeit vom 1. November bis zum 31. März.
Zwischen 3 und 4 Uhr kämpft sich an diesem Morgen auch Fahrer Roland mit dem Fendt 720 Vario von Auftrag zu Auftrag. Die engen Straßen der Stadt, die parkenden Autos und unter dem Schnee versteckte Bordsteinkanten und Gullis verlangen bei der Arbeit trotz der Uhrzeit höchste Konzentration. Ab 5 Uhr setzt langsam der Berufsverkehr ein. Bis dahin will Roland die wichtigsten Straßen geräumt haben. Über eine halbe Million Mal wurden unsere ersten drei Kurzfilme über das Lohnunternehmen Strobel Agrar bereits angesehen. Auch im Namen des ganzen Teams von Strobel Agrar vielen Dank für euer Interesse. Wir haben in fast alle Dienstleistungsbereiche des Betriebs hineingesehen. Doch jeder Tag, jeder Job ist anders. Wir werden sicherlich in Zukunft einmal wieder die Gelegenheit haben, bei Strobel Agrar für eine neue Kurzgeschichte vorbeizuschauen. Besucht für weitere Infos die Website des Betriebs und abonniert unseren YouTube-Kanal, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.